Guten Morgen Leute, willkommen zu einem Knives and Coffee Video. Mein erster Kaffee des Tages heute und ja, meine Freundin, die liebe Neu, hat ja gestern dieses Cold Steel Broken Skull bekommen. Ist wirklich ein schickes Messer. Ja, das ist natürlich nagelneu und dieser Triadloch, also diese Feder hier hinten, die ist noch ziemlich stramm, also das geht wirklich etwas schwer zum Entriegeln. Ja, die neue hat etwas zarte Ende, sage ich mal. Für sie ist das wirklich etwas schwer, das Messer zum Entriegeln. Ja. Bei meinem geht es mittlerweile etwas leichter. Es hat sich etwas eingespielt, aber für ihre zarten Hände ist das wirklich etwas schwergängig. Deshalb will ich das Messer heute mal auseinandernehmen und ich will versuchen, das hier hinten etwas leicht gängiger zu machen. Also schauen wir uns jetzt mal an. Ja, das ist ein großer Grund, warum ich die Cold Steel Messer so gern habe. Die sind sehr einfach auseinanderzubauen und ja, eben auch wieder zusammenzubauen. Das funktioniert einfach super easy. So, ihr seht schon, ja, die Schale hat schon etwas nachgegeben und da sind ja diese Pins drin, da ja, ist die Schale noch etwas fester dran. Ja, da muss man sich einfach quasi vorarbeiten. Das ist hier hinten. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, oder hat das Broken Skull hier noch etwas anderes verbaut. Das sehen wir jetzt dann gleich. Ja, das ist so eine Gegensicherung für Schrauben oder wie man das so sagt. Ihr seht schon hier, das ist hier eingelassen. Hier drinnen in den Schalen. Hier wo dieser Bucket Clip verbaut ist. So, jetzt bauen wir das auseinander. Das ging jetzt super easy, also leichter als wie beim Recon One. Das würde an diesen nicht ganz so griffigen G10-Schalen liegen, dass das jetzt leichter abgegangen ist. So, hier ist wieder das Innenleben eines Messers mit Triadlock. Ja, es geht jetzt wirklich nur um diese Feder. Das baue ich jetzt nicht auseinander. Das ist der gleiche Aufbau wie beim Recon One. Darunter sind Teflon Washer und hier diese Bronze Washer sind das, wenn ich jetzt richtig liege. Ja. Müssten schon Bronze sein. So, wie gesagt, das geht wirklich etwas schwer. Braucht man schon etwas Kraft, um die Feder zu lösen, dass man die Klinge dann schließen kann. Wie gesagt, für etwas zarte
Mädchenhände, ist das ziemlich kraftaufwendig. Was kann man da machen? Ich dachte mir vorher, ich biege die Feder etwas nach unten, damit das etwas leichter geht. Aber das traue ich mich doch nicht so. Denn ja, da könnte der Weg zu groß werden, damit man das Messer entriegeln kann. Ja, vielleicht wird dann der Weg zu groß, dass diese Aussparung nicht mehr ausreicht, ne, um das Messer zu entriegeln. Ja, ich überlege jetzt mal und dann melde ich mich wieder zurück. So, also ein Grund ist natürlich die stramme Feder hinten und ein Grund liegt hier vorne beim Haken, der die Klinge sicher hält. Also ja, man spürt und hört das Geräusch hier, wo der Haken bei dieser Aussparung hier schabt. Das ist ein Grund, warum das etwas, durch diese Reibung, das reibt etwas stark hier, ja, warum der etwas schwergängig rausgeht. Ja, sieht schon hier ein Teflonwascher. Ja, also wenn ich nur mal diese Washer hier rausnehmen. Also wie gesagt, Bronze müsste das sein und eben Teflon. So, ja, was will ich jetzt machen? Ich habe mir gedacht, ich mache hier einfach etwas Fett rein, ja, damit der Haken hier einfach etwas leichter läuft. Das macht bestimmt etwas aus und hat ja keinen Nachteil, denke ich. Aber wie gesagt, hier ja, streift und schabt der Haken einfach etwas. Etwas Fett müsste das dann ja, nicht so schaben eben. Ja, dafür nehme ich jetzt diesen Zahnstocher hier. Diesen Typ habe ich übrigens vom ESA 69 gehört. Zahnstocher brauche ich sonst eigentlich nie. Das ist ein praktisches Tool. Ja, wie gesagt, einfach hier das Fett drauf. Mal sehen, wie das dann läuft. Hier auch noch etwas Fett drauf. Mit der Zeit reibt sich das natürlich etwas ab. Aber jetzt eben, da es nagelneu ist, denke ich, wird das etwas helfen. So, ich habe jetzt alles etwas gefettet. Auch die Klinge hier, wo die Washer drauf sind, nochmal etwas Fett drauf gemacht. Und hier nochmal kurz zum Aufbau von so einem Cold Steel Messer. Hier die Achsschraube ist gegen das Verdrehen gesichert. Ja, kann ich ja nochmal kurz rausnehmen. Alles schön, super geringe Toleranzen und ja, super simpel Aufbau. Ja, nur das Nötigste eben. Und aber dadurch eben super easy zum Zusammenzubauen. Ja, sorry, hinter der Kamera.
rumfummeln. So, ja. Wie gesagt, super geringe Toleranzen. Und Bronze- und Teflonwascher. Sind alles so Punkte, die ich bei Holzteil einfach super finde. Ja. Gesagt, die Toleranzen sind super gering, was natürlich super ist. Und das natürlich auch hier, wie der Haken hier eingestellt ist und so weiter. Ja, der hält natürlich bombig, aber er schabt einfach etwas. Ich denke, viel hat es nicht ausgemacht. Ich denke, Ihre Finger werden auch noch etwas trainiert werden. Ja, sie soll das Messer einfach oft öffnen und schließen. Mit der Zeit wird sie das dann auch leicht schaffen. So. Ja, hier nochmal diese Unterlegscheibe. Die gehört dann hier rein, damit man den Clip für Links- und Rechtshändler verbauen kann. Hier auch wieder super verarbeitet. Jo, schauen wir mal. Passt alles? Jo. Das Teil hier rausgeflogen. Mal schauen, wie das am besten funktioniert. So, nächster Versuch. Das sieht jetzt besser aus. Auch wieder vorarbeiten. Also, das hat jetzt ja nach einer Weile rumfummeln das Gefühl und sanften, ja nicht sanfter Gewalt, aber etwas Druck. Irgendwann ist das dann jetzt eingerastet. Bin natürlich auch etwas vorsichtig. Ja, diese Hülse ist wieder rausgefallen, aber das ist jetzt kein Problem. Kann ich jetzt natürlich einfach einlegen. Ja, zum Reinfummeln dieser kleinen Platte hier, dieser Platine oder was das ist, wisst schon, was hier eingelassen ist für den Clip. Der Zahnstocher war wieder hilfreich. Ja, das ist alles wieder drin. Und jetzt schraube ich alles wieder. Ja, jetzt ist der wieder rausgefallen. Sorry, Leute. Und jetzt einfach wieder zusammenschrauben. Ja, normalerweise setze ich zuerst die Achsschraube ein, aber die habe ich jetzt nur eingesetzt, noch nicht angezogen natürlich, wegen dieser Platte hier unten drin, damit die nicht mehr rausfällt. Ja, alles zusammengeschraubt. Die Achsschraube leicht fest. Schauen wir mal. Also ihr hört schon das Geräusch. Das war wie
out of the box auch. Etwas schwergängig. Ja, Klingenstand. Passt super. Schön mittig wie vorher. Ja, ich sag mal, das ist einfach so. Beim Triadloch. Der ist nicht umsonst so super stabil. Ja, ich muss sagen, das hat jetzt nichts gebracht. Das bisschen Fett drinnen, das war eigentlich schon zu erwarten. Ist einfach super genau eingestellt und ja. Okay, das Video ist jetzt länger geworden als geplant. Ja, aber hauptsächlich konntet ihr einfach sehen, wie das Messer aufgebaut ist und dass es einfach zum Zerlegen wieder zum Zusammenzubauen ist. Und ja, vielleicht hat da jemand eine Idee, wie dieser Lock hier leichtgängiger wird, damit meine Freundin das leichter bedienen kann. Aber wenn sie das öfters macht, dann wird ihre Hand und ihre Finger auch trainiert. Das wird sie dann schon schaffen. Okay Leute, ja, dann mein Kaffee ist auch leer. Leute, ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.